Was geht ab, meine Freunde, und damit So herzlich viele willkommen Leute hier und zurück alle reden zu gleichzeitig. Wie kann man nur denken? Horizon. Ich denke nicht. Wir machen weiter. Ich trinke nur. Und wir müssen dem Besoffenen jetzt hier folgen, dem Erend. Der will uns zu Was dem Haus denn? von Olim Ist bringen. sie eine Nora? Und dann müssen wir Offensichtlich lassen sie heutzutage wirklich jeden in die Stadt. nach Hinweisen suchen, weil die Mörder, die die Erprobung angegriffen haben, die haben uns ja durch Olins Fokus sehen können. Und deswegen müssen wir den, oder müssen wir da jetzt hin und den finden. In seinem Palast verstecken. Jahr für Jahr. Warum verschont er Verbrecher und Diebe und Mörder? Erend, du musst doch Rache nehmen wollen. Deine Schwester ermordet und ihr Tod ungesühnt. Noch ein Wort, du mieser Nichtsnutz, und ich schmeiß dich selbst ins Gefängnis. Verschwindet hier, oder ihr werdet es noch alle bereuen. Okay. Was Ey, hat was er stimmt über da nicht? Ermordung gesagt? Nicht jetzt. Okay, das wird ganz schön zickig. Da vorne ist ein Händler. Ein Spezialhändler, habe ich gesehen. Weil die mit dem Stern, das sind immer Spezialhändler. Aber ich weiß jetzt nicht, inwiefern ich den alleine lassen kann. Okay, Aber den Händler wie werden kommen wir wir auf da jeden Fall hin? nochmal abgrasen. Tür auftreten. Oh, Echt jetzt? das war subtil. Da sind sie. Sieh zu, dass nichts kaputt geht. Außer dieser Tür. Das alles für einen Mann? Verbindungen zum Königshof zahlen sich aus. Die Ecke des Teppichs ist Luke. ausgefranst. Und der Boden ist da ganz abgenutzt. Okay, ich will aber erstmal nach oben. Oben mal nachschauen, weil da oben ist noch was. Was ist das? Familienporträt. Aktiviere den Fokus und drücke, um das Gebiet nach Hinweisen zu durchsuchen. Alles klar. Mache ich das schon. Okay. Hier ist aber soweit nichts mehr. Wo war das Foto jetzt? Hier auf dem Bett oder was? Gewebter Stoff mit Ocker- und Insektenpigmenten bemalt. Zeigt seine Familie. Das Alles scheint klar, ein Bild von Olins Familienporträt Familie zu untersuchen. sein. Alles klar, das war's. Toll. Jetzt weiß ich schon mal, wie denn seine Family aussieht. Ah, guck mal, hier können wir noch hochklettern. Haben wir hier oben auch noch was? Jo, da. Oder auch nicht? Wow, wow, wow. Kann ich mich da dranhängen oder was? Nein. Oh Mann, und ich sterb direkt, ey, ehrlich. Leck mich doch, ey, Aloy. Leck mich echt. Aber warum ist da oben so eine Kiste? Verbindung zum Königshof Die Ecke des zahlen Teppichs sich ist aus. ausgefranst. Und der Boden. Mal sehen, was darunter ist. Gutachten. Hey, wie kommt das Aha. hierher? Die Frage ist, wie man da durchkommt. Ohne Schlüssel gar nicht. Das ist eine Osseram-Luke. Da kommt nichts durch. Wir werden sehen. Osseram-Luke. Ah, okay, jetzt muss ich nach oben. Wie geil sich das anhört, eine Osseram-Luke. Aber warum ist da oben jetzt so eine Kiste abgebildet? Das wundert mich so ein bisschen. Da. Lass gut sein, Mädchen. Du verschwendest deine Zeit. Ah ja, übertreib mich, Junge. Ihr glaubt, oh, die Osserams, die bauen so krasse Sachen, Junge. Sieht groß und Stapelt schwer die aus. Waren. Die richtet nur ein kleiner Schub. Wegschieben. Komm mal, zeig mal, was deine Beine so hergeben. Ja, nicht viel. Doch. Oh lol. Oh. Was geht? Du weißt, dass nichts kaputt gehen soll, oder? So wie die Tür. Okay, da kann ich mich jetzt mal nicht abseilen. Betritt den geheimen Raum. Ups. Das machen wir doch glatt. Alles klar. So, schmeißen wir mal den Fokus an.
Je, du bist nackt, Junge. Ich kann nicht nackt sehen. Okay, was ist das? Olins Tagebuch. Pergament mit Glyphen. Zweidimensionale Darstellung. Eingeritzte Richtungsangaben. Umsetzung geografischer Daten. Alles klar, und da ist ein Dings. Eine Nachricht für Olin. Leben Sie. Wenn nicht, werden Ihre Kehlen aufgeschlitzt und Ihre Körper in der Sonne verdorren. Ach so. Man hat seine Familie entführt. Mann? Wer ist Mann? Die Mörder. Ja. Sie drohten ihm, seine Familie umzubringen. Okay. Kann ich hier was machen? Untersuchen. Eine Karte. Die Glyphen zeigen, wo er schon war. Okay. Kann ich da noch was machen? Irgendwie abzeichnen oder so? Eintragen? Ne. Olin hat Tagebuch geführt. Olin? Ich weiß, dass er gut mit Verträgen war, aber als Schriftsteller? Kein Zweifel mehr. Olin wusste von allem. Okay. Rede mit Eren. Oh, der ist eh besoffen. Die letzte Seite. Er schreibt über unser Treffen und dass er mich töten muss. Und der nannte sich Freund. Dieser miese Verräter. Du kannst das lesen, Glyphen. Und die Sachen, die du siehst, wie machst du das? Hey, ich sollte gehen. Ich sehe Dinge mit dem Fokus. Der Fokus, er... Ich glaube, den können wir vertrauen. Zeigt das Verborgene. Und Olins Fokus ist auch so? Das Gerät ist das Gleiche. Aber irgendwie können Olin und die Mörder damit kommunizieren. Über weite Entfernungen. Und sie sehen durch den Fokus des anderen, als ob sie selber dabei wären. So haben dich die Mörder gesehen? Durch Olin? Ja, ich glaube, so war es. Da ich jetzt weiß, wo Olin ist, sollte ich weiterziehen. Ohne Hilfe? Überlass das mir. Allein bin ich schneller. Warte. Wenn das Gerät Verborgenes enthüllt... Geh aus dem Weg, Erend. Ich muss wissen, wer Ersa getötet hat. Aloy, bitte hilf mir. Nicht nur die Schatten-Karja-Armee, das weiß ich, sondern welche Soldaten es waren. Es tut mir wirklich leid. Aber es ist dein Krieg, nicht meiner. Das kannst du doch nicht ernst meinen. Du hast hier die Leute gesucht, die dich töten wollten, die dein Volk massakrierten. Doch du findest Vergeltung und ich nicht. Gut, ich reise zum Rotkampass, wo man Ersas Leiche fand, und warte auf dich. Ich brauche den Fokus nur ein paar Minuten. Lass mich nicht betteln. Rotkampass, sagst du? Mal sehen, was ich tun kann. Ja, das wäre schon ziemlich asozial, wenn wir den jetzt hängen lassen würden. Okay, finde bei der Ausgrabungsstätte Olin. Okay. Welche Ausgrabungsstätte? Na, jetzt kann die Karte sich nicht aktualisieren. Also, lol. Okay, da ist eine Ausgrabungsstätte. Was ist das? Achso, da ist der Rotkamp, oder was? Das Feld der Gefallenen, ja. Okay. So, dann gehen wir jetzt erstmal raus hier und klappern aber erstmal vorher noch die ganzen Händler ab. 10.000 Meter, Alter, bin ich denn bescheuert? So, erstmal aber hier einen Händler. Alles, was ich kenne. Hat die gesagt, dieser Ort riecht? So, Heilausbeute. Diese Kiste muss geöffnet werden. Enthüllt eine Kiste mit einer ungewissen Sammlung von Objekten. Okay, Jäger. Großwildkiste. Ja, da brauche ich Kristallgeflecht. Das ist viel. Also dieses Kristallgeflecht habe ich schon öfter gesehen. Okay, da brauchen wir noch 24 Wüstengläser. Ich wüsste nicht, wofür sonst noch. Also nehmen wir das mal. Winziges Fleischstück nehmen wir auch mal. Schicksalsscheinglas. Ne, Schlackscheinglas. Erstmal will ich Kleintierwildkiste, leuchtendes Geflecht. Schrottfinderkiste. Okay, da habe ich nicht. Habe ich auch nicht. Das sind die
Bildhauer, das sind die für die Suchobjekten. Scherbenspielkiste. Modifikationsmysteriöse. Da brauche ich auch so sammelbares, gestrandetes Fesseln, Figur, bla bla. Okay, also der hat's nicht, aber dann können wir hier auf jeden Fall schon mal bearbeiten. Metallblock. Kaufen wir uns die mal alle, die wir uns so kaufen können hier. Ah, so, die habe ich schon. Kann ich nicht, kann ich nicht. Da brauche ich die Dings für. Scherben und Modifikation, mysteriöse, bla bla. Okay. So, dann machen wir die Kisten mal eben auf. Schatzkisten. Zünder, Zünder. Dann war irgendeine Spule. Draht, Draht. Leuchtendes Geflecht. Fernangriff, Gewebeschutz. Reinholz, bla bla, bla bla. Tarnung, bla bla. Schnellreisepaket, bla bla. Bla bla. Steine, bla bla. Stürmerlinse, bla bla. Reinholz, bla bla. Schnellreisepaket. Metallgefäß, Schock. Rohes Fleisch, okay, bla bla. Okay, das war's nicht. Das ist der Händler. So, wo ist der nächste Händler? Da vorne. Das sind keine Waren, sondern Lebensmittel. Schmutziger Korb. Schmutziger Harzklumpen. Was? Dieses Objekt hat keinerlei Wert, außer für die vielseitigen Sammler ein Behälter aus einem alten Material. Okay. Kein Blassen, wofür die gut sein sollen. Du suchst nach Artefakten. Ja, okay. Aber nicht für Profit. Sonnenkönig Awad machte mich zur Gesandten der Banuk. Ich arbeite für sie, suche Relikte und bringe sie zurück in ihre Heimat, Ban-Ur. Ich bin ganz besonders interessiert an Holzfiguren, die man bei Banuk-Felsmalereien finden kann. Wenn du welche für mich hast, ist mir das einiges wert. Okay. Der König machte dich zur Gesandten der Banuk? Ja, ich habe Ban-Ur schon sehr oft besucht. Die Verak-Häuptlinge kennen mich. Ich helfe bei den diplomatischen Beziehungen mit Awad. Manche finden, sie sind ein merkwürdiges Volk. Aber ich komme mit ihnen gut zurecht. Man muss einfach nur am besten sein. Unabhängig von deiner Familie und deinem Geschlecht, ob Mann, ob Frau. Das Können wird respektiert. Die Herkunft ist völlig unwichtig. Ich sehe den Anreiz. Viele Karcha leider nicht. Alles, was sie nicht verstehen, ist rückständig oder wild. Alles klar. Erzähl mir mehr über die Banuk-Figuren. Es sind grobe Holzskulpturen von Anak, der wegen dem Mord an seinem Häuptling aus Ban-Ur verbannt wurde. Er hinterließ die Figuren bei bemalten Steinen an Orten, die ihn an seine Heimat erinnerten. Später stellte man seine Unschuld fest. Jetzt sieht ihn der Stamm als eine Art Held an und will die Figuren zurück. Ich tue, was ich kann, um zu helfen. Ich werde sie dir abkaufen, wenn du welche hast. Aha. Fertig? Lass uns handeln. Ja, let's go. Die hat dicke Belohnungskisten. Karte, alte Gefäße, bla bla. Ja, da brauche ich so Holzfiguren für. Davon habe ich noch keine. Okay. Komm wieder, wenn du Banuk-Sachen findest. Entschuldigung, ja, mach Fremde. Ich suche nach Banuk-Artefakten. Als Maul, habe ich dir gesagt. So, okay. Dem? Maschinenrohstoffe. Also bei den beiden waren wir jetzt und bei dem waren wir, glaube ich, auch. Geheimkisten. Hochwertige Waren zu fairen Preisen. Gehen wir mal hier hin. Die beiden hatten wir jetzt. Ich denke mal, ich muss hier hoch. Den hatte ich, glaube ich, gerade auch schon, oder? Ne, doch nicht.
Achso, Rohstoffe, bla bla. Oh. Ah, okay, hier kannst du dir die Dings auch holen. Die Herzen und so. Panzerwandererherz bräuchte ich 2 Stück noch. Oder mehrere. Aber Pirscherherz, Sägezahn, Langbein, Schnappmaul, Brüllrücken, Trampler, Grauhabicht, Verwüster, okay. Also hier könnte ich mir die auch einfach kaufen. Aber das ist ja Quark, brauche ich ja jetzt nicht. Worüber so, wolltest du nächste? Reden? Du bist fremd hier, oder? Eine Abenteurerin. Das war ich früher auch mal. Ich gebe zu, ich vermisse die betörenden Farben der Wildnis. Ich frag mich, ob du zufällig eine ganz bestimmte Blume gesehen hast. Ah. Das ist aus Metall, wie eine Maschine. Andere Blüten wachsen in Mustern um sie herum. Diese glänzenden Schönheiten sind bei meinen Kunden sehr gefragt. Wenn du mir welche bringst, bekommst du etwas Wertvolles dafür. Alles klar. Du sagtest, du warst Abenteurer. Machen wir mal mehr über dich. Oh ja. Die Adligen im Meridian lieben Blumen für Balkone und Gärten. Also zog ich los. Mit Bogen und Speer. Die Suche nach den wildesten Blüten machte mich weithin bekannt. Weder Bandit noch Maschine konnten mich von ihnen fernhalten. Was ist passiert? Die Liebe, Schätzchen. Meine Geliebte machte sich immer Sorgen um mich. Jetzt besorge ich mir die Blumen von ungebundenen Leuten. Ist es das wert, so eingeschränkt zu sein? Natürlich. Freiheit ist süß. Doch die Umarmung meiner Therodyne ist noch süßer. Diese Metallblumen, was ist das genau? Das weiß niemand. Aber es heißt, sie sprossen vor 20 Jahren, als auch die Maschinen verrückt wurden. Vielleicht waren es die Tränen der Sonne, der vielgesichtigen Gottheit, nicht wahr? Erst voller Zorn, dann kühl und geduldig. Vielleicht beweint er unser Leid, wenn sein Zorn ihn verlässt. Alles klar, der spricht in Rätsel. Falschen wir um diese wunderschöne Beute. Ja, let's go. Okay, ich kann mir keins kaufen. Weil 10 Metallblumen Modell 1. Ich habe 3. Modell 2 10 Stück und Modell 3 10 Stück. Alles klar. Diese duftende Kiste muss geöffnet werden, um ihren Inhalt zu enthüllen. Eine Belohnung vom Metallblumensammler. Ja, toll. Achso, ja gut. Da will ich ja wirklich noch nicht machen. Das machen wir zum Schluss. Auf Wiedersehen. Okay, also erst wenn ich ein ganzes Set voll habe, kann ich mir was von dem kaufen. Okay, den Händler haben wir. Geheimniskisten. Da gehen wir auch nochmal hin, dann können wir die beiden noch abklappern. Dann sollten wir weitergehen. Hier lang. Oder? Ey, die spielen mit Feuer. Hexerei. Helle Ausbeutekiste. Aber bei dem waren wir, glaube ich, gerade schon, oder? Ja. Bei dem waren wir schon. So, dann gehen wir zu dem. Oh Mann, ich fand das hier gerade irgendwie ein bisschen verwirrend. Du bist nicht von hier. Das ist gut. Alter, was hat der für eine Stimme? Aber eine Nora. Das könnte schlecht sein. Fürchtest du die Ruine der Alten wie viele deines Stammes? Nein, obwohl manche gefährlich sind. Dann kennst du vielleicht das, was ich suche. Auf deinen Reisen hast du da merkwürdige Gefäße gesehen, in die Symbole der Alten graviert sind? Sie sind hohle Zylinder mit sichelförmigen Griffen an beiden Seiten. Wenn du mir 4er-Sets dieser Gefäße bringst, kannst du mit mir ein gutes Geschäft machen. Du bist an den Alten interessiert. Mehr als interessiert. Ich studiere jedes Artefakt, das ich bekommen kann. Wegen meiner Forschungen bleibe ich am liebsten zu Hause. Ich kann nicht einmal mehr die Sonne ertragen. Ich weiß nicht, wie ich je eine Frau finden soll. Meine Familie drängt auf einen Erben. Oh, guck mich nicht an. Oh nein, 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 ich gucke nicht. Mein Vater hat nämlich schon eine Ehefrau für mich ausgesucht. Sie interessiert mich nicht.
Ein Bruder könnte mir diese Last abnehmen. Und ich könnte mich nur um meine Gefäße kümmern. Alter, für wie der sich anhört. Für welche brauchte man die Gefäße? Sie wurden ganz sicher zusammen eingesetzt. Immer in Sets. Manche Leute denken dabei an Teezeremonien. Andere glauben, sie enthielten einst heilige Öle und Essenzen. Aber ich glaube, dass man sie ausschließlich bei der Rasur seines Bartes benutzte. Eins für Wasser, eins für Seife und so weiter. Jede Flüssigkeit hat ihr Gefäß und wird majestätisch aufgetragen. Ein festes Ritual. Es ist atemberaubend. Aber welches Gefäß enthielt was? Ich muss es wissen. Ich muss unbedingt weiterforschen. Und Alter. Es einfach nur Trinkgefäße waren? Trinken? Aus diesen herrlichen Töpferarbeiten? Sei bitte nicht albern. Ist der durch, mach der mir Typ. Schnell. Ich habe zu tun. Ja. So, was haben wir denn hier? Forsche altes Gefäß. Okay, da haben wir eins. Yay. Da haben wir noch eins. Da haben wir keins. Okay, alles klar. Also von zwei von drei Sets haben wir schon. Okay, da kriegen wir auch wieder nur die Karte. Jetzt geh du nur auf die Jagd und stöbere in den Ruinen. Ja, du wirkst kompetent. Okay, so. Und jetzt ab zum letzten Händler. Komm doch mal her. Wo ist er? Da. What? Oh doch, war der Händler. Outfits. Schatzkisten. Okay. Ja, schade. Ich habe den Händler nicht gefunden. Ich muss dann, glaube ich, nochmal mit meinem Kollegen quatschen. Wo der Händler genau ist. Weil ich habe ihn jetzt so nicht gefunden. Jetzt können wir hier nochmal unsere Schatzkiste aufmachen. Naja, gut. Ist ja auch jetzt erstmal nicht so wichtig. So. Da hinten ist halt noch ein Feuer. Wo ist jetzt unsere Hauptquest? Da. Okay, Leute, die machen wir aber im nächsten Part. Die machen wir im nächsten Part. Wir fahren, flitzen da noch eben hin. Ja, dann gehen wir im nächsten Part den Olin mal besuchen, beziehungsweise den seine alte Ruine. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir eine Bewertung da und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Leute, bis dahin, haut rein.